Und ich glaube, der besagte Elite-Mob, der kam hier auch wirklich vorbei. Auch wenn ich gerade keinerlei weitere Muscheln sehe. Das ist nur so eine Spalte zum Luftholen. Oh, okay, ich bin vollends blind offenbar. Und ich glaube, der ist hier auch lang gelaufen. Ne? Der hat so einen relativ großen Kreis rund um die Naga abgerannt. Und das war overall alles andere als angenehm mit anzusehen. Boah, mit der 20. Vielen Dank. Ja, ich glaube, wenn ich unter Wasser atme und ich hätte, hätte ich die Quest auch nicht machen können. Das wäre ein bisschen zu geisteskrank geworden. Da ist noch eine Mupfel. Guck mal, Level 33. Da legen wir uns rein und dann sehen wir die Sterne, die über uns hinwegziehen. Und der Mond, er zieht. Junge, wie oft ich früher Urmel geguckt habe, ne? Schön die Augsburger Puppenkistenversion. Das war irgendwie für die einzige Kassette, die meine Oma hatte. Und das lief einfach immer. Das gottverdammte Urmelchen. Geil. So, wie machen wir das? Ich glaube, dich schallern wir noch weg gerade. Für die Sicherheit, wir werden mal nicht greedy hier. Bei so einem Gefilde. Das kann, glaube ich, zügig ins Auge gehen, ey. Wäre schon ein bisschen spooky, wenn er hier jetzt langsam so aus diesem Graben hochgesteppt kommt, oder? Das hat was vom Horrorfilm, ey. Oh, die droppen sogar Essen. Das ist toll. Essen aus Essen. Hervorragend. Gibt doch nichts Schöneres, als nach der erfolgreichen praktischen Fahrprüfung. Ey, Glückwunsch, Craft zu gucken. Junge, da war ich aufgeregt, ne? GZ geht raus an der Stelle. Da war ich auch aufgeregt. Ey, meine Hände waren so nass. Das ganze Lenkrad war nass, ne? Das war zusätzlich scheiße. Ah, das war wie so ein Plus-Affix. Ey, da habe ich geschwitzt. Junge. Mein Fahrlehrer hat versucht, mich so ein bisschen zu beruhigen. Hat so ein bisschen Urlaubstalk irgendwie mit dem Prüfer gehabt. Aber ich war nervös. Boah. Da hätte ich mir auch gerne eingeschissen, ne? Der ganze Tag bis zu dieser Prüfung hin war so zum Wegwerfen. War schlimmer als Mathe-Abitur. Aber du hast auf jeden Fall so oder so ehrenhaft durchgezogen. Nice one. Kaino, vielen Dank. Ich habe gelesen, heute soll der PTR zu 1027 kommen. Bin gespannt, was uns erwartet. Hoffentlich weniger ausrasten wie bei Plunderstorm. Ja, da wissen wir ja ungefähr, was uns erwartet. Ne? 1027 waren, glaube ich, die Harbinger-Quest. War Pandemonium und war Traditionsrüstungen. Ne? Trolle und Drenai, glaube ich. Irgendwas in dem Dreh habe ich noch im Kopf. Aber da war die Roadmap ja ein bisschen eindeutiger. Ich meine, Time Running Pandemonium kann ähnliche Eskalation werden. Wie auch Plunderstorm, ne? Also haben wir lustigerweise gerade drüber gesprochen, so was da noch möglich wäre, ne? Rusty hatte da ein paar wilde Ideen. Dann haben wir so ein bisschen bequatscht, was ist da wahrscheinlicher, was ist unwahrscheinlicher. Aber ja, wer hatte WoW Fortnite dieses Jahr auf seiner Bingo-Karte, ne? Darum ist es vielleicht eher die unwahrscheinlichere Seite, auf die man da gucken sollte. Gefährlich. Glaube, die Muscheln sind da oben dann eher weniger. Ich möchte aber auch nicht in den Graben rein, wisst ihr, wie ich meine? Darum würde ich jetzt... Aha, lieber mal gucken, dass wir hier oben doch bleiben und rumschwimmen. Und immer schön nach dicken Elite-Riesen Ausschau halten, Junge. Das ist das Allerwichtigste. Ektoplasma mit der 24 und Protoplasma mit der 22 dabei. Dankeschön. Zeigst du dann auf YouTube, oder? Die Patch-Neuerungen, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich auf dem PTR schon was mache. Aber wenn das Ding live geht, dann machen wir bestimmt wieder einen ganzen Livestream-Tag, wo wir uns nur den neuen Stuff angucken. Und das werde ich dann wieder für YouTube ready schneiden. Je nachdem gibt es dann noch ein Loreload-Thema oder bei Sequenzen eine Analyse, ne? Da bin ich auf jeden Fall wieder am Start, ja. Challenge Mode. Ich habe Battle Royale gecallt. Lousy. Call mal, was das nächste ist. Call mal, was Time Running Pandemonium ist, Bruder. Du hast die Gabe. Der Auserwählte. Morgen kommt Operation Gnomerigan in Wotica Classic. Ja. Wann war das das letzte Mal? 2009 oder so in dem Dreh? Das bedeutet, wir bekommen Gameplay davon, das nicht mit den Aufnahmetools von 2009 hergestellt wurde. Ist das nicht krank? Challenge Mode. Okay. Challenge Mode. Imagine, das heißt dann auch einfach so. Der Modus heißt dann Challenge Mode und daneben ist so das Gesicht von Lousy einfach. Let's go. Ja, so richtig schlecht mit Paint ausgeschnitten. Waren die Entwickler ein bisschen faul, ne? Aber sie haben zugehört, Junge. Sie haben zugehört. Auf Ehre. So. Ich hätte fast gesagt, wir sind hier auf einem eigentlich guten Weg.
auf dem eigentlich guten Weg. Das Problem ist, wenn ich so weit reinschwimme, ne? Und ich brauche gleich ein bisschen Mana oder so. Dann wird das ein bisschen kacke. Weil ich kann hier natürlich nicht trinken. Dann müssen wir zurückschwimmen oder uns auf irgendeine rausragende Felsnadel stellen. Das sieht hier aber auch nicht wirklich danach aus. Darum holen wir uns mal die Muschel. Und dann gucken wir mal, dass unser Rückweg auch weiterhin schön gesichert ist. Damit wir uns hier bloß nicht in irgendwelche Bredouillen wiederbringen. Du, gar kein Bock. So, den hauen wir jetzt schön weg. Mana und Leben sieht soweit gut aus. Unterwasseratmung ist noch am Start. Noch eine Fischschuppe sogar gedroppt. Und dann hier einmal die Mupfel, bitte. Geil. Hast du noch nie gesehen sogar. Ja, cool. Also, waren natürlich schon ein bisschen anders als die Events, die man dann heute so kennt, ne? Aber gerade für diese Zeit waren die doch sehr cool. Echo-Inseln und Gnome-Regan. Das werde ich mir, glaube ich, auch nochmal reinziehen, ey. Ich kenne nur einen, der das auf der Bingo-Karte haben könnte, wenn er WoW spielen würde. Der Typ aus den Niederlanden, der gewettet hat, dass im WM-Halbfinale Deutschland-Brasilien 7-1 ausgehen wird. Yo, der hatte das möglicherweise auch, das stimmt. Ey, der natzt mich aber gerade mit der Art, wie er schwimmt. Hallo, Mr. Krabbenmensch, Sir, beruhigen Sie sich bitte. Möchte nur einmal gern an Land gehen. Einmal für die Sicherheit. Nur mal so ein bisschen, weißt du, Boden unter den Füßen haben, bevor wir die letzten drei Muscheln holen. Dann können wir nämlich nochmal schön nachbuffen. Können wir uns vielleicht hier noch mit dem Ruf des Raptors ein bisschen Beweglichkeit gönnen. Und dann ist doch alles Gucci. Hoffe ich. So, einmal rausgehüpfert. Yes, yes. Buffy hier. Buffy da. Buffy dort. Ruf des Raptors. Geil wäre, wenn ich jetzt mit Ruf des Raptors einfach einen Elite-Raptoren beschworen hätte, der mich tötet, Junge. Item nicht richtig gelesen, ne? Kacke. Mehr Beweglichkeit bedeutet, du musst beweglich sein und schnell wegrennen, sonst fickt dich der. Gefährlich, Bruder. Der diesen legendären Tipico-Tipp abgegeben hat, war bestimmt ein Zeitreisender. Eigentlich müsste man den nochmal suchen, ne? Den werden wir nicht finden, ich sag's dir. Der ist einfach abgehauen. Der hat irgendwo in der Zukunft die Chance gehabt, eine Zeitreise zu machen, hat sich dafür entschieden. Und man kann es ihm nicht mal verübeln, ne? Die miese Sau. Auf den US-Servern Dungeons zu laufen, ist genauso lustig wie im Deutschen. Sind genauso durchgedreht. Ja, ich meine, du hast ja auch durchaus deutsche Spieler, die auf US-Servern unterwegs sind, ne? Davon abgesehen. Da kann es ja passieren, dass du Moin schreibst und es kommt viermal Moin zurück, ne? Das ist ja alles so durchgemischt heutzutage. Wenn man sich auch diese internationalen Boote auf den Classic-Servern ansieht, ne? Das ist ja verrückt manchmal. Da ist WoW wieder ein Dorf und die ganze Welt gleich mit. Denkt dran, heute ist der letzte Tag vom Style-Check. Nutzt heute noch die Chance, kostenlos zu T-Moggen. Ganz genau, kostenlos T-Moggen ist heute noch möglich. Und der Style-Check hat neben all den Sachen, die uns jetzt die letzte Woche wachgehalten haben, auch neue Belohnungen bekommen. Ziemlich schicke Hemden beispielsweise. Und das Mal davor, glaube ich, schicke Waffen. Also wenn ihr länger nicht beim Style-Check und diesen Händlern vorbeigeschaut habt, die Händler dürften einfach alle astralen Standard-Transmogger in den Hauptstädten sein, ne? Ich ziehe immer Dalaran Ruhestein und da ist der Dude sowohl der Händler als auch der Anmelder, easygoing, steht da in diesem VZ-Laden mit rum. Und da kann man auch relativ brain-AFK dann schön diese Belohnungen reinfarmen oder natürlich auch Spaß dran haben. Das ist zwar gar nicht modern, auch Spaß an dem zu haben, was man spielt. Viele spielen nur noch, um sich zu bestrafen, ich vorneweg. Aber kann passieren, ja? Wenn man da so ein bisschen offen ist, es kann passieren. Aber witzig fand ich vorhin die kleine Debatte, wo wir auch im Chat so ein bisschen Uneinigkeit hatten, wo die einen gesagt haben, sie haben gerade keinen Content und die anderen sagen, sie haben zu viel, sie kommen nicht hinterher. Da stelle ich mir immer gerne vor, wie sich dann Blizzard fühlt, so. Also die Entwickler natürlich, die Firma selber, wie fühlen sie sich? Ich bin nur ein Gebäude. Und da musst du ja trotzdem versuchen, das irgendwie zu balancen, ne? Da musst du ja irgendwie gucken, dass du natürlich etwas reinbringst, was im Idealfall alle abholt, was aber vor allem die Fanbasis bedient. Warum kommt der auf mich zugerannt? Die gerade auch schon da ist. Und das stelle ich mir echt schwierig vor. So, wir können darüber diskutieren. Wir können versuchen, andere Meinungen nachzuvollziehen. Oder vielleicht sogar zu verändern. Ja. Wir können versuchen, unseren Horizont zu erweitern. Wir können uns den Schädel einschlagen. Aber im Endeffekt ist das alles null und nichtig, weil dann nur interessant ist, was wird Blizzards nächster Schritt sein. Und da bin ich häufig genug einfach froh, nicht in der Haut der Entwickler zu stecken, ne? Das ist dann immer mein Fazit. So.
Was hatten wir denn noch, der Fang des Tages? Zwei Blutbauchfische. Nochmal kurz Riesenparanoia, aber keiner da, Ehre. Wo gibt's die denn? Tut mir einen Gefallen, reist nach Shadowprey. Sprecht mit dem dortigen Angler Ginnarzillen und bringt mir mein Leibgericht. Die Straße südlich von hier bringt euch nach Westen zu dem Trolldorf. Wait a minute, da ist ja das Dorf hier unten, oder nicht? Shadowprey. Da soll ich mit dem reden. Und der hat die? Na gut, so oder so, wir können zurücklaufen. Perfekt. Wisst ihr, wegen sowas habe ich mir früher das Addon Quarz geholt. Das ich heute gar nicht mehr habe, oder doch? Wow, das ist eins der Addons, die so über all die Jahre mit meinem Interface verschmolzen sind, dass ich nicht mehr wüsste, wann ich das zuletzt aktualisiert habe oder so. Heftig. Und Quarz hat einfach Folgendes gemacht, hat eine Zauberleiste ersetzt. Konntest du dann so ein bisschen customizen, konntest du irgendwelche Hello Kitty Faces hintersetzen, so als Hintergrund, der dann von dem Cast gefüllt wurde. Ja, oder konntest du irgendwelche Blümchenmuster oder wie so eine Gardine bei Oma, konntest du die designen. Und dann hatte Quarz den Vorteil, dass das in deine Zauberwirkzeit deine Latenz mit einberechnet hat. Soll heißen, ich hatte die Zauberleiste. Und ein bestimmter Teil vom Ende dieser Zauberleiste war beim Wirken eines jeden Zaubers rot. Und das bedeutete, selbst wenn der Zauber noch nicht fertig gewirkt war, aber dieses Rot berührte, konnte ich schon den nächsten wirken. Weil WoW bereits meine Tasteneingabe annimmt, aber meine Latenz, Internet, whatever Verzögerung mir das noch nicht zeigt, dass ich eigentlich schon den nächsten Zauber wirken kann, aber das eben mit der normalen Leiste nicht sehen konnte. Und das fand ich super spannend, weil damals hatte ich einen richtig beschissenen Rechner und ich hatte richtig beschissenes Internet, also zweimal gewonnen im Leben. Und dann hatte ich da wirklich diese Zauberleiste und manchmal hatte ich so heftige Lags, dass von rechts nach links diese rote Verzögerungsleiste bis zur Hälfte des gewirkten Zaubers der Zauberzeit reinragte und ich dann quasi schon bei der eigentlich Hälfte des zuverlässigen Schusses oder so sagen konnte, gut, jetzt drücke ich den nächsten und der ging dann auch nahtlos direkt hinterher. Das hat mir sehr geholfen, auch mit total ranzigen Scheißvoraussetzungen doch ein bisschen brauchbar zu performen. Ja, gerade wenn du dann noch so in Raids warst wie PDK 25 oder Archivons Kammer, wo dann deine Kacktechnik samt Internet natürlich vollends kapitulierte. Das war schon toll, da habe ich mich in Quarz verliebt. Ist das ein Alliposten? Nee, ist ein Goblin. Oh, ist ein Goblin mit einer Quest, hallo. Was liegt an? Horniger Bimbussel. Okay. Bringt 8 Einheiten Geisterplasma. Hier war ein Geist. Und das ist Ektoplasma. 8 Einheiten Geisterplasma und die Kiste mit den Geistermagneten zu Horny Brimbussel. Okay, Randy. Stoff und ein Schild, beides echt ass. Naja, wobei, 6 Int dazu... -7 Ausdauer, boah, ne. Geisterplasma. Schön, dass ich helfen konnte. Okay. Null Erinnerung an die Quest. Wie sieht denn die aus? Geistermaschine. Ist noch orange. Nee, will ich mich lieber nicht rantrauen in dem Levelbereich, Mann. Auf einmal beschwören wir irgendeinen Level 60er Elite, der mich dann einfach umbläht. Gar keinen Bock. Okay. Wir wuseln hoffentlich wieder auf den Hauptweg, ja, durch das Dämonenkaff und dann sind wir schon fast da. Ich habe vor circa einer Woche wieder mit WoW angefangen, auf der Seite der Horde. Und spielen Druiden. Nice. Tank sogar Horde, sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe ab Cutter immer mal wieder das aktuelle Addon da reingeschaut und muss sagen, bin maximal überfordert, muss so viel nachholen. Und da kann ich immer nur perverserweise sagen, versuch das zu genießen. Weil so schnell kannst du gar nicht gucken, bist du wieder in so einem üblichen Trott drin. Ja. Und egal, an wen ich denke, ob PvPler, PvEler, wirklich Arena-Reinschwitzer oder Mythisch-Raider, Wirtschaftsmogul oder Haustierkämpfer, alle vermissen dann so diesen Anfang. Ja, die mögen natürlich den Trott, sonst würden sie nicht mehr spielen, aber dieses Anfängliche, ah, das ist immer wieder geil. Und tatsächlich bist du damit nicht alleine. Also gerade nach dem großen BlizzCon-Hype des letzten Jahres haben so viele wieder angefangen und waren so erschlagen von den ganzen Quests, aber haben dann auch gesagt, nachdem sie angefangen haben, so ein bisschen zu sortieren, ja, der Questlog ist ja mittlerweile ganz gut unterteilt, so in Kampagnensektionen oder berufsabhängiges Zeug, PvP-Quests, Wochenereignisse und. Und da haben sie dann erstmal alles mitgenommen, dass die Karte leer war. Und dann haben sie aussortiert. So, auf was habe ich jetzt eigentlich Bock? Berufe,
Mache ich eh nicht. Wochenbedingt habe ich gerade auch noch keinen Nerv für. Da ist Story. Das nehme ich mit. Da hinten ist irgendwas mit Drachenfliegen, finde ich gut. Nehme ich auch mit. Zack. Und dann kam man langsam wieder rein und dann, ja, konnten sie so schnell gar nicht gucken. Waren sie nicht nur auch im Trott wieder drin, sondern hatten alles fertig. Junge. Das geht wieder schneller, als man denkt. Darum sage ich immer, die meinte ich gerade perverserweise, versucht auch die Überforderung zu genießen. Weil so schnell könnt ihr gar nicht gucken, ist sie ja auch schon wieder weg, ne? Ich habe in Vanilla auch immer schon W gedrückt, bevor der Mountspell durch war. Diese Spielverzögerung hatte man früher irgendwann im Gefühl, ganz genau. Manchmal hat das dann gefailt, so wie gerade, ne? Aber irgendwann war man selber Teil der Verzögerung. Fantastisch. Da kannst du legit 0,5 Sekunden, bevor der Cast fertig ist, dich schon bewegen und die Leute nennen das Slidecasten. Guck mal, wir haben eigenen Namen. Fantastisch. Ich habe meine EP eliminiert und genieße gerade BFA-Story ab Level 50. Das ist auch eine schöne Idee. Ja, also man kann ja EP-Stops reinmachen. Ja, da stehen, glaube ich, NPCs in den großen Hauptstädten. So Orgrimmar Stormwind auf jeden Fall, bilde ich mir ein. Und das muss man vielleicht sogar tun, wenn man in diesen Levelbereichen ein bisschen länger verweilen will. Ich habe es ja letztens gemerkt, habe mal wieder einen Hexenmeister gelevelt, wollte in MOP, habe nebenbei ein paar Dungeons gequeued. Und hab gerade so Jadewald und ein bisschen Tal der Vier Winde geschafft. Zack, Dracheninseln. Ja. Also leveltechnisch, naja, da sind wir, glaube ich, auch noch nicht auf dem goldenen Weg, der da irgendwie der beste wäre. Ich weiß, Retail immer schneller, höher und Endgame-orientiert und so. Aber vielleicht ist das, was wir gerade haben, gerade für neue Spieler, ja, doch irgendwie ein bisschen zu weit weg von einem möglichen Optimum. Mal sehen, wie es da die nächsten Jahre weitergeht. Chaos, Hallöchen. Ich spam einfach immer die Tasten. Das geht auch. Da muss man da auch nicht auf die Sekunden achten, ne? So. Wie geht's denn so, Mann? Muschelköder. Mögen die Geister mit euch sein. Da haben wir Stoffhandschuhe und Ledergürtel mit Ausdauer und Angriffskraft. Nee, 21 Silber, nehmen wir den. Bleibt Bob. Sauber. Geil, mehr EP. Und hier soll irgendwo der Angler sein. Das ist er, oder? Gina Sillen. Ganz ruhig. Fisch im Eimer. Hey Mann, seid ihr schon mal tief in den Ozean hinuntergetaucht? Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Tief unten im Ozean finden sich blubbernde Felsspalten. Dank denen kann man unter Wasser atmen, aber das bleibt unser Geheimnis, ja? Kann keine Konkurrenten für meine Schalentierfallen brauchen. Haltet euch vom Voodoo. Oh nein, und die soll ich ihm holen? Ich werde jeden belohnen, der mein Leben ein bisschen einfacher macht. Unter den Docks hier in Shadowprey habe ich viele Schalentierfallen. Ach so, und er schaltet jetzt die Konkurrenz aus, indem er mich für seine Arbeit bezahlt. Verstehe. Und die soll ich ihm holen. 5 Schalentiere, da gibt es einen feinen Blutbauchfisch. Okay. Das bedeutet, wir müssen 10 Schalentiere holen. Und dafür kriegen wir dann die 2 Fische. Verstehe. Einmal nachgebufft, einmal Wasseratmung. Und dann sollen wir hier runter... Oh, ihr patrouillieren bestimmt auch irgendwelche Riesen, oder? Oh nein. Oh nein. Na, mal gucken. Irgendwas muss hier sein. Naga? Diese Krabbenviecher? Gar nichts? Da ist auf jeden Fall eine Falle. Okay. Vielleicht können die Fallen ja irgendwas spawnen. Ah, nee, da sind sie. Okay. Wir haben die Kriecher mit dabei. Ja, ob denen das gefällt, wenn ich hier ihre Eltern einfach stehle? Tja, ich meine... Dann hat man ein paar Mäuler weniger zu stopfen auch. Ach, guck. Aha, so eine Geschichte ist das. Wow. Ich glaube, die Eltern, die haben selber ein Problem damit, dass ich die stehlen will. Das ist ja unglaublich. No way, die können da auch so rauskommen. Das ist aber echt scheiße. Ich finde, 10 zu sammeln ist schon ziemlich intens. Aber dann ist nicht mal in jedem ein so ein Schalentier richtig drin, sondern die springen mir in die Fresse. Kommt gleich Klaus Kinski wieder raus, ne? Kam ich auf den Käfig gesprungen und dann habe ich ihm in die Fresse gehauen. Okay, das war er nicht. Sehr gut. Sehr gut, wir freuen uns. Da ist noch eine. Ja, ich fühle mich hier nicht besonders wohl, ne? Tiefseephobie featuring Classic HC ist echt eine Kombination, auf die ich auch weiterhin verzichten könnte, wenn ich ehrlich bin. Schwimmst du woanders hin? Oder suchst du wirklich Stress? Du suchst Stress, okay. Ey, man hat aber ohne Witz so eine generelle Anspannung. Ey, glaub mal, ey. Weil unter Wasser, ne? Ich gucke alle 10 Sekunden hoch zu diesem gottverdammten Buff mit Unterwasseratmung. Und ich wette, ich tue es in der Sekunde nicht mehr, wo er abläuft. Scheiße. Bitte ein Schalentier. 2!
Oh, was? Das ist doch niemals eine Classic Quest. Zwei in einem Käfig? Oh, ich habe aus Versehen Worte K gewählt, ja? Was denn da los? Ich habe gerade festgestellt, dass ich bei einer Buddelquest bin. Wollte die machen, aber irgendwie kann ich nichts machen. Wie funktioniert das mit den Archivaren nochmal und kann man die Buddel-Events auf der Karte sehen? Also Buddel-Event war, glaube ich, jede volle Stunde, oder? Und auch nur dann kannst du damit rumbuddeln im Azurblauen Gebirge. Und ansonsten gibt es Buddel-Welt-Quests, wo du diese Base-Mechanics, glaube ich, bringen musst, ne? Die dann immer mal unterschiedlich sind. Und da hatten wir ja auch die verschiedensten Bereiche. Von wegen diese Brille benutzen, ne? Die einem dann mit so sonarartigen Strahlen irgendwie den Weg weist. Dann hatte man diese Elementare dabei, wo man das Totem stellen musste, die damit ermächtigt und dann so ein Gleichgewicht herstellen musste, damit man das richtig ausgraben kann, das Artefakt. Das waren ja so mehrere verschiedene Minispiele. Darum ist es vermutlich eins davon. Und vielleicht musst du nur das Richtige gerade anklicken. Halbe Stunde war es. Oh, halbe Stunde. Siehste, komme ich mittlerweile auch durcheinander. Halbe Stunde, dankeschön. Die wollte ich nur anfixen, wenn dann ab dem 7. eine halbe Stunde nichts mehr kommt. Ja, das kann auch sein. Anfixen können sie auch sehr, sehr gut, ne? Davon abgesehen. Noritus, Salöchen. Meint ihr, es lohnt sich noch SOD anzufangen? Auf jeden Fall. Also, wenn du Bock drauf hast, dann lohnt sich WoW sowieso immer, egal welche Version. Und momentan kann man ja auch ganz gut hin und her hoppen, ne? Das mache ich zum Beispiel super gern. Ich bin nach wie vor am allermeisten in Retail, aber genieße auch ein bisschen Leveln in Wotica Classic. Guck immer mal in SOD ein bisschen rein und. Jetzt in HC, ne? Das bringt schon Böcke, das kann ja jeder in der Intensität tun, wie er möchte. Viele bleiben auch in einer Version davon ab, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und SOD und auch Wotica Classic zum Beispiel, die haben momentan sogar EP-Buffs aktiv. Damit du noch schneller aufholen kannst. Also falls du da Angst hattest, irgendwie hinterher zu hängen, was ja in den Classic-Versionen, ich sag mal, auch ein bisschen schwieriger ist, überhaupt hinterher zu hängen, weil du ja nicht nur 3000 Ruffraktionen und 7000 Mounts und so zu sammeln hast, ne? Also, das ist jetzt noch weniger möglich, weil du eigentlich überall auch EP hinterhergeschmissen bekommst. Und darum kann ich sehr empfehlen, ja. Wie gerade besprochen, generell und immer, kann sich ein Besuch in WoW lohnen. Und gerade jetzt bei diesen vielen Versionen und kurz vor den nächsten Phasen, egal ob neue Retail-Patches oder Cutter Classic oder SOD Phase 3, da kann man einfach eine gute Zeit haben. Ja. Ich selber zum Beispiel, ich gehe auch in SOD weder ins PvP noch gehe ich raiden und habe einfach eine gute Zeit beim Leveln, beim bisschen Nostalgie-Kicks zelebrieren, ja, beim Quatschen mit der Community, ab und zu mal ein Dungeon rennen und diese Runen sammeln. Diese neuen Fähigkeiten, die ja manchmal auch mit neuen Mini-Events oder Quests oder so zusammenhängen, ja. Und deswegen immer rein da. Was ist das denn? Weichlederstiefel. Okay. Der Onkel angelt einfach einen Stiefel mit seinen Fallen. Sehr, sehr gut. Okay, 5 Minuten haben wir noch. Das ist aber schon für Classic, finde ich, eine interessante Mechanik hier, oder? Unter Wasser und dann diese Felsspalten, die dir wieder Atem geben. Das ist schon ziemlich big. Und dazu dann noch diese Jumpscare-Wasserpflanzen, die ja so ins Bild wobbeln. Und dann noch diese Mechanik mit im Käfig kann was sein, muss aber nicht, kann aber auch mehreres drin sein. Boy. Ballert. 50% in Wotica sogar, genau. Und SOD hat ab Phase 3 direkt ein, ja. Weil es da in die noch langsameren Levelphasen geht, ne. Da haben gesagt, komm, wir gönnen mal direkt hier ein bisschen Speed-Up. Finde ich, ist auch eine richtige Entscheidung, also ich kannte um mich rum viele, die dann in der zweiten Phase schon gemerkt haben, boah, da haben sie den EP-Buff ja auch relativ schnell hinterhergeschaltet, ne? Aber da hatte ich viele um mich rum, die gerne SOD gespielt hätten, aber so keinen Bock hatten auf diese Levelkurve und auf nur Klostergrind und so, ne? Die haben sich so ein bisschen beeinflussen lassen von dem Drumherum, hatten dann das Gefühl, SOD ist jetzt nur Klostergrind, so es muss so sein. Das ist natürlich auch Unsinn und darum ist ja, glaube ich, eine gute Entscheidung, da so ein bisschen gegenzuarbeiten und dann wirklich auch die Masse gut erhalten zu können, ja. Und auch die Hardcore-Nerds, die dann sagen, brauche ich eigentlich nicht, naja, die profitieren dann eben mit den Twinks davon, ne. Kann man auch machen. In Katta und Pandaria gab es ja nur 5 Level und nicht 10. Und mit dem Level-Squish würden wir ja wieder runtergesetzt.
Hätte Blizzard das aber alles nicht gemacht, wären wir heute bei Level 150. Das würde sicherlich viele neue Spieler abschrecken. Auch, ja, von Balancing-Problemen hier und da, ohne diese Swish-Mechaniken mal ganz abgesehen, ne? Dass du dann sonst was für Zahlen immer überall angezeigt bekommst. Aber auch so, da bin ich ja auch der Meinung, waren diese Squish-Mechaniken auch wichtig für die Optik nach außen, sage ich immer, ne? In Zeiten von Battle Royale, MOBA und Co., wo du quasi einloggst und das Endgame mit deinen Freunden hast, zu sagen, hier ist ein MMO, da musst du jetzt erstmal 150 Level machen und dann kannst du bei denen quasi mitspielen. Wo man ja heute auch manchmal gar nicht so richtig das Gefühl hat, dass Leute auch diesen Levelweg als Content sehen, ne, sondern nur im Plusballern, Raiden und Co. Was für einen persönlich natürlich absolut fein ist, aber so allgemein ziemlich schwachsinnig, ne? Da hat WoW oder jedes MMO deutlich mehr zu bieten. Und darum, ja, mussten sie da ein bisschen reagieren und werden, denke ich, auch in Zukunft noch ein bisschen reagieren und verändern müssen, wenn sie da weiterhin auch weiter oben mitspielen wollen, ja. Absolut. Fun Fact, der PTR für 10.2.6 hat den Stand 10.2.0. Denke, dass auf dem 10.2.7 gespielt wird heute, denn der von 10.2.5 ist auf dem alten Stand vor Plunderstorm. Imagine, das hört jemand, der nichts mit WoW zu tun hat. Okay, spannend, ja. Ich bin mit SOD wieder in WoW eingestiegen. Hab mit Firelands damals aufgehört. Oh, ist auch ein bisschen her, ne? Bin dadurch zu Retail gekommen und hol gerade die gesamte Story nach. Wirklich ein Endgame-Content gucke ich mir mit dem nächsten Addon vielleicht wieder an. Dann hat ja quasi jeder den gleichen Einstieg, genau. Das sind immer so Momente, wo viele wiederkommen. Ja, die einen suchten die nächsten 10 Jahre rein, die nächsten machen nur mal ein bisschen Story, ne, schnuppern ein bisschen Azeroth-Luft und gehen dann auch schon wieder. Der kann ja auch jeder halten, wie er mag. Seid vorsichtig. Und wenn dafür ein selber was dabei ist, selbst wenn es nur ein paar Abende in der Woche Spaß sind, sage ich immer, hat es sich doch schon gelohnt. Ne? Ganz wunderbar. Wikinia mit einem Wunscherfolg, den Kromok-Erfolg. Jawohl, den schreibe ich gleich mit auf. Dann haben wir einmal Kaino mit dem Mega-Dungeon und wir haben Wu bzw. Shai mit dem Kromok-Erfolg. Jawohl. Erfolg. Einwandfrei. Sehr schön. Bitte Platz für Shai und mich freihalten. Das kriegen wir bestimmt hin. Dank des EP-Buffs bin ich jetzt auch wieder in SOD. Wo bist du hin? Da, in SOD. Sogar am Power-Leveln. Kaum Level 40. Zack, nächster Char. Geil. Bin letztens nach Dalaran, weil ich sehen wollte, wie es damals aussah, war dezent enttäuscht. Ja, das glaube ich. Da gab es eine schöne, fette Kuppel. Ne? Ehre. Und so ist es natürlich am allergeilsten, ne? Wenn man wirklich so einen Funken hat, der überspringt, dass man komplett geisteskrank reinsuchtet und da so einen Spaß hat. Also, let's fucking go einfach, ja. Wo gebe ich die Quest denn ab hier? Warte mal, der Fang des Tages. Nataka Longhorn. Wo stand die denn? Ich weiß es nicht mehr. Der Geruch von gekochtem Fisch im Geistwandlerposten. Die Trolle von Shadowprey. Sind die besten, wenn es um das Fangen von Fischen geht. Leider habe ich aufgrund all der Zentaurenaktivität nicht genug Zeit, um eine Reise zu den Trollen zu unternehmen. Boah, die war irgendwo hier am Wegesrand in Desolars. Kann das sein? Da? Cormacs Hütte. Geistwandlerposten. Kolka. Ich glaube, das war irgendwo hier am Wegesrand. Wir gucken mal, ob wir die finden. Scheiße. Ich habe wenig Erinnerung an sie. Aber wir müssen ihr die Fische bringen. Wo sind meine Fische? Schreit sie. Okrila mit der 39. Dankeschön, Dankeschön. Wenn Crave keinen Platz für Shai frei hält, muss das Crave mit noch mehr Pokémon-Karten wieder gut machen. Mhm. Heute haben wir nur Yu-Gi-Oh!, wenn wir noch was auspacken nachher. Da sind wir schon durch mit Pokémon. Aber nächsten Monat bestimmt auch wieder. Oh boy, lecker Kärtchen, sage ich. Enttäuschender Fun Fact. Unter der Kuppel von Dalaran war damals einfach nix. Nur flache Ebene. Ja, das ist wie wenn man sich hoch auf die Dächer von Silbermond glitscht und da ist dann auch nix. Nicht mal Dächer designt, weil sie ja dachten, da wird man niemals fliegen können. Ja, die armen Designer, wenn sie jetzt Midnight sehen, ne? Wird es dann nochmal ein bisschen Grundpolitur geben müssen. Shep Shep mit dem 5. Vielen Dank. Weißt du, gerade in Tal Drassus, den Bronzenen genauer gesagt,
Einer von denen, die ich hier retten soll, hat gerade gesagt, ich habe eine Zukunft unaufhaltbarer Draktür gesehen, die vom Licht erfüllt sind. Bitte was? Oh ja, an die Quest erinnere ich mich gut. Die hatten wir lustigerweise neulich in einer Let's Play-Folge. Und da habe ich bei den Sprüchen auch nochmal genau reingehört. Die Hälfte war einfach nur sehr verstörend und die andere Hälfte, die war so ein bisschen Leak von 13.0. Ja? Aber stabil, bei diesen Zeitreise-Quests, dann nehmen sie sich ja selber immer sehr gerne auf die Schippe. Und die machen einfach immer Fun. Wo wollte ich jetzt hin? Irgendwo hier oben, glaube ich, war das, ne? Ja, das bringt uns aber auch kein Level ab. Wie kriegen wir denn unser Level ab heute? Eine unheilige Allianz. Ja, ich glaube, da eher weniger. Finstere Riff-Elite. Schrumpfköpfe, das war auch dieser richtig abartig dreckige Trollposten. Teile für Gravel. Was ist damit? Die schimmernde Ebene. Mit 36. Ne? Nach Tanaris brauche ich noch nicht mit 36, glaube ich. Aber vielleicht haben wir da ja auch noch ein bisschen was. Mal gucken. Wenn ich Plunderstorm nicht schaffe, warte ich 7 Jahre auf Dragonflight Classic und spiele es dann nochmal. 2030. Ich komme. Jawohl. Schön dann wir alle im Altenheim mit dem Krückstock, ne? Und dann erstmal rumschreien, wer wo landet hier. Genau so. Das ist der Lifestyle. Tanaris ist 40 bis 50. Jawohl. Dankeschön. Da sollte ich noch nicht so viel rumquesten. Für das aktuelle Retail sind auch die 70 Level noch zu viel. So wie man inzwischen Level und das Spiel aufgebaut hat, braucht man eigentlich 30 oder 40 Level statt 70. Das Einzige, was die Level noch so wirklich Sinnvolles bringen, ist, dass man für jedes Level einen Talentpunkt bekommt. Aber auch da könnte man theoretisch mehrere Punkte pro Level bekommen. Die Klasse lernt man in der Levelphase eh nicht mehr richtig kennen, weil es viel zu schnell geht und zu einfach ist. Da bin ich absolut bei dir. Viele Probleme, die auch mit der momentanen, ich nenne es immer Retail-Mentalität, irgendwie nicht so leicht zu begradigen sind, ja. Deswegen auch mein großes Interesse daran, wie es da wohl weitergehen wird. Es regnet übrigens immer noch. What the fuck? In Orgrimmar hat es nicht geregnet, ne? Aber sonst verfolgt er uns heute. Das schlechte Wetter. Und irgendwo hier war doch der Posten, oder? Esse Renor? Das war doch dieser Geistwandler-Posten. Oh. Ja. Ja, irgendwo hier muss der gewesen sein. Ich weiß es genau. Irgendwo in der Nähe muss der sein. Und da. Da ist tatsächlich die Questabgabe. Wundervoll. Ganz schön karge Landschaft für so viel Regen, oder? Seid gegrüßt. Das ist der Regenhass, der das Land prägt. Meine Hufe prickeln, okay. Mögen die Vorfahren euch schützen. So, das können wir schön ins Aha ballern hier. Was für weirder Loot, oder? Einmal alles, was es irgendwie bei Kick in der Grabbelkiste gab oder was. Noch ein paar Socken. Für einen Tauren, Junge. Ach, ich muss auch... Ich krieg nicht mal alles. Ich kriege nicht mal alles. Ach, scheiß doch die Wand an. Ja, dann nehme ich das Erz. Lebt wohl. Das ist bestimmt am meisten wert, wa? Erze, mein Herz. Ja, sicher. So, haben wir das. Okay. Was ist das denn hier eigentlich? Beweglichkeit, Wille, Hackspalt, Beil des Wolfs. Das ist komplett ass. Wundervoll. Hatten wir hier noch irgendwo Quests? Hatten wir da oben bei der Hütte noch Quests? Ich darf ja nur nicht in den Alli-Posten rennen, aber das war, glaube ich, auch Horde oder Goblin oder so. Da gucken wir mal noch hin, bevor wir uns jetzt in die schimmernden Ebenen wieder aufmachen. Da noch ein bisschen was abgeben. Ich habe gedacht, es reicht hier. Aber wir hatten auch Glück mit den Drops hier und da, ne? Manchmal regelt sich das ja auch über den Grind. Grüße an die Raptoren an der Stelle. Aber da haben wir heute nicht so viel reingegrindet, wie erwartet. Zumindest nicht über die ganze Zeitachse. Ich habe heute auch ein bisschen Drenai gelevelt in Wotica Classic und da haben die schon die Manari erwähnt. Ja, da kann man sie umgucken manchmal, ne? Wollte ja auch mit meinem Pelli in Wotica Classic, wollte ich ja nur immer sein Wald- und Geisterlande durchquesten. Und auf einmal ist er Level 45, ne? Huch. Huch. Da hat wieder die Levelsucht gekickt, Junge. Einfach aus dem Nix, ne? Man ist manchmal einfach nicht vorbereitet. Noch 7 Stufen, dann bin ich mit dem Plunderstorm-Event durch und muss es nie wieder anfassen. Während die Belohnungen, oder wären die, doch nur nicht so cool, dann bräuchte ich das gar nicht spielen. Ja, aber das Set ist so geil, ne? Oh, das ist so geil. Das werde ich, glaube ich, auch auf dem Main eine Zeit lang moggen müssen. Einfach, weil ich das wirklich richtig hübsch finde. So, hier waren noch die Zentauren. Und ich glaube, warte mal. Ist das sogar diese Quest, erinnert ihr euch? Wo ich den Kahn schon mal gefunden hatte in dem Zelt?
Und ich kam nicht an den Rand, weil draußen der Respawn irgendwie auf Hyperspawn-Niveau war. Und immer wenn ich seine Wachen tot hatte und ihn pullen wollte, kamen die gerade wieder. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das war in Classic HC. Oh, no. Das heißt, der war hier irgendwo. Maybe gucken wir uns den dann doch nochmal an. Ja, 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 das war der. Oh Gott, ich erinnere mich, das war so schlimm. Da musste ich dann abbrechen, weil ich nicht an den Rand kam. Das war komplett krank. Da bist du gestorben, ich verstehe warum. Absolut, aber guck mal, hier sind die schon grün. Und ich glaube, ich weiß noch, wo der war. Vielleicht haben wir Glück. Weiß man, wie lange Plunderstorm noch bleibt? 6 Wochen sollte das Event gehen. Und dann weiß man noch nicht genau, was sie damit machen. Fliegt das raus? Kriegt es nur einen neuen Skin? Sie das quasi dauerhaft jetzt befeuern mit neuem Stuff oder so, ne? Da sind noch ein paar Unsicherheiten. Vielleicht verlängern sie es auch nochmal wie das Hearthstone-Event. Aber 6 Wochen ist eigentlich erstmal ganz ordentlich, ne? Da war er. Das ist das Zelt. Das ist die Location. Ich kack mir ein. Ich erinnere mich. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir buffen uns. Like this. Und wir knallen uns auch nochmal den Ruf des Raptors drauf. Und dann sneaken wir hier jetzt so ein bisschen durch. Die sind ja grün, die sind ja grün. Und dann versuchen wir hier den Weg jetzt freizuräumen. Und in dem großen Zelt war er drin. Und genau da kann man aber überhaupt nicht ran, Junge. Okay, ganz wichtig natürlich den Rücken so ein bisschen freiräumen hier. Bisschen was im Auge behalten. Und dann Abfahrt. Zack. Oh, let's go. Sehr, sehr gut. Plunderstorm mache ich nicht nochmal. Nö, da bin ich jetzt fertig. Habe ich die maximale Stufe. Auf YouTube kommen noch ein paar Runden, die dann entweder aus dem Stream geschnitten sind mit Live-Commentary oder die ich dann nachkommentiere. Aber selber spielen, also da habe ich jetzt so reingesuchtet, ne? Da habe ich jetzt erstmal Burnout. Das soll mir erstmal reichen. X-Zero mit dem 7. Vielen lieben Dank. Weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich mag das Event total gerne. Ja, noch, damit bist du nicht allein, aber da ist es ja auch wie immer, ne? Die, die das nicht so mögen, die meckern. Und die, die es mögen, die haben keine Zeit, was zu schreiben, weil die spielen es ja gerade. Das ist immer so ein bisschen scheiße, wenn man versucht, die Stimmung auch in sozialen Medien und Co. und Chaträumen zu erfassen, ne? Ja, die, die da gerade positiv für in die Bresche springen könnten, die können das nicht tun. Weil die spielen es halt gerade, ne? Da darf man auch immer nicht vergessen, dass das durchaus eine Komponente ist, die da auch mit reinzählt. So, dich holen wir noch ran. Sehr schön, ja, so mögen wir es. Und da ist jetzt der Kahn drin, Level 35. Ich glaube, den schmettern wir auch mal noch weg. Und bisher sieht es mir nicht nach Hyperspawn aus, was ich sehr, sehr gut finde. Dann könnten wir hier nämlich unsere Totems hinstellen, wenn das so bleibt. Weil letztes Mal war immer in dem Moment, wo ich trinke, da war einfach alles wieder da. Wirklich alles und jeder. Aber so können wir hier unsere Totems hinstellen. Der ist nicht Elite. Der ist nur Level 35. Und es ist immer noch der Spawn. Oh nein. Es ist immer noch der Spawn, Bruder. Ach, Kacke. Ach, ich habe mich so gefreut. Aber zu früh gefreut. Das ist genau dasselbe. Hingesetzt zum Trinken, Junge. Und da ist er wieder. Was erwartest du von SOD? Ja, ist da noch viel zu erwarten. Haben sie eigentlich alles geleakt in dem Video, ne? Was jetzt gestern kam. Darum, ich werde wie immer nicht raiden. Und ich werde wie immer nicht PvP spielen. Ich hoffe auf ein paar coole Runen, die nicht zu räudig sind. Bei denen man Spaß hat, die zu finden mit ein paar coolen Fähigkeiten. Und das ist dann eigentlich alles. Ja, auch für die Zukunft so. Da habe ich ja... Wir probieren das trotzdem mal. Wir sind ja jetzt ein bisschen hochstufiger. Vielleicht kann ich den Sinn nicht rausziehen oder so. Und darum, ja, bin ich ja jetzt auch nicht der allergrößte SOD-Fan, ne? Ich hoffe, die Essenz, die sie sich da jetzt rausgefriemelt haben, die können sie lange noch beibehalten. Und für mich läuft ja viel dann über den Solo-Level-Quest-Whatever-Runen-Content. Und solange der stabil bleibt, werde ich auch eine gute SOD-Zeit haben. Und alles andere ist für mich persönlich ja nicht weiter relevant, ne? Alter, wir haben ihn... Ah, geil. Aber dass der Spawn immer noch so widerlich ist, holy shit. Bitte beruhigen Sie sich. Puh. Okay. Schnell raus hier. Das war ja so widerlich. Oh mein Gott. Aber die Rache ist da, Leute. Die Rache ist da. Nice one. Kali, hi. Ich finde Plunderstorm auch voll okay.
Alle, die meckern, haben nur ein Problem und das ist, dass sie mit nichts zufrieden sind, wenn es mal was Neues gibt. Das ist vielleicht nicht bei allen so, aber bei einigen bestimmt auch. Ja, ich mache auch bis 40 und dann mal sehen, was da kommt. So, erstmal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, ne? Schmeckt eh das Brot nach Eisen, ist auch scheiße hinterher. Erstmal gucken, was da geht. Ja, und viele haben es geschafft, sich zu arrangieren. Na, auch die, die dem Event nichts abgewinnen können, beißen sich so ein bisschen durch mit den PvE-Farms und den Daily-Belohnungen, dann um an die Sets ranzukommen. Und da haben sich viele arrangieren können. Ich selber ja auch. Bin ja selber auch kein großer Fan, aber hey, war mal was anderes. Das habe ich sehr genossen. Bin gespannt, was daraus noch erwächst oder auch nicht. Und damit ist das Ding durch, ne? Und zack, bin ich wieder in Retail und farm für meine Erfolge. Aber das ist bei jedem anders, ne? Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Was war hier bei dieser Goblin-Hütte? Hallo, Cormex-Hütte? Ja? Aber hier habe ich auch so gar keine Quests oder was. Ah, die habe ich schon angenommen. Scheiße. Die habe ich schon angenommen. Okay, Twilight Hammer. Na gut, dann können wir, glaube ich, auch die Quest abgeben zu Felgor Tukatz, das Dorf Kolkar. Wo ist der denn? Kolkar-Clan-Schwächen. Ist der unten im Schattendorf oder was? Zu Felgor Tukatz in Desolas. Einzigen Zentauren, viele Clans, stark und brutal, müssen sie erledigen. Schwächen, Kahn töten, das Dorf liegt dort. Ja, aber der sagt mir nicht, wo er steht. Scheiße. Dann mal gucken, ob wir den finden, ne? Wir sind gespannt. Du bist heute auch fertig, cool. Discord haben wir, mit Ausrufezeichen Discord sollte der Link kommen. Du bist ja der Oldschool-Fan, wie sieht's bei dir mit Dragon's Dogma 2 aus? Also ich kannte Dragon's Dogma gar nicht, ne? Ich bin so ein Dragon Age und Mass Effect-Verseuchter über die Jahre geworden. Dragon's Dogma habe ich noch nie gehört, bis jetzt dieser Hype vom zweiten Teil losging. Und ja, werde ich vermutlich ähnlich halten wie mit Baldur's Gate. Ne? Jetzt, wenn wir demnächst irgendwann Ghost of Tsushima durchhaben, dann spiele ich ja zum ersten Mal Baldur's Gate. Und vielleicht ist danach irgendwo bei einer neuen Abstimmung auch mal Dragon's Dogma dabei. Aber hatte ich jetzt genau aufgrund dessen, weil ich es nicht weiter kannte, ne, und auch genug in WoW und Co. zu tun hatte, war ich da jetzt überhaupt nicht weiter hinterher. Und darum, ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt, ne. Okay, wo hatten wir sonst noch wen stehen? Wir hatten eigentlich nur den Posten hier, den Hordenposten da und unser Dorf ganz unten, ne? Also eins davon muss es eigentlich werden. Du glaubst, es gibt ein Nach-Baldur's Gate? Ja gut, andererseits als Gamer erstmal als Ziel setzen, auf wirklich das jetzige Spiel noch selber zu überleben, ne? Oh, 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 wir werden auch nicht jünger. Der letzte Überlebende muss dann den Stream ausmachen, ja? Wenn wir dann fertig sind, alle an Altersschwäche gestorben sind, Junge. Der Letzte, der muss dann irgendwie der Krankenschwester im Altersheim sagen, hier, machen Sie mal Twitch aus. Was ist ein Twitch? Ist das nicht dieses Programm hier? Das Versteinerte, das Uralte, gibt's nur noch im Museum. Aber wir sind noch am Start, Junge. Wir sind schon bei Baldur's Gate Chapter 2 im Jahre 2089. Geil. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts, ne. Der hat gar nichts. Dann gucken wir da nochmal hoch. Aber ich glaube, er klingt ja auch nach so einem Trollnamen, oder? Felgor Tukatz? Glaube, der ist unten in dem Dorf, aber mein Glaube bringt mir nicht so viel, wa? Das wird Blizzard nicht weiter beeinflussen hier. Frechheit. Bin jetzt auch nicht der größte Plunder-Fan, aber ich habe es auch mal geschafft, einen Sieg zu ergaunern. Ey, hab mich mit einem Boot in Sturm versteckt und abgewartet, bis die anderen sich gegenseitig umgehauen haben. Geil. Ja, hatte ich ja auch in der einen Runde, ne? Da hat sich ja auch einer ganz oben in diesem Alibase-Turm versteckt. Und hat mich dann fast noch durch den Sturm getötet, weil ich ihn nicht gefunden habe. Ja, das geht auch. Blut und Donner. So. Da. Zentaurenkopfgeld bringt 15 Zentaurenohren zu Felgur. Intwille Stoffgürtel. Boah, aber so viel Rüstung und 7 Ausdauer runter. Beweglichkeitshandschuhe. Toxic. Für die Horde. Gute Jagd. Ah, ich habe euch erwartet. Und das sind diese Allianz-Quests, ja, wo wir uns auf einen Clan spezialisieren Lebt sollen. Aber ich glaube, mit Ohren sammeln sind wir tatsächlich gut dabei, oder? Droppen die bei allen? Lass nochmal reinlesen hier. Ist sogar grün, hä?
Wieso ist denn die Folgequest von der gelben grün? Wer hat denn das programmiert? Oder Zentauren-Clans, ja, Zahl dezimieren, schwächen wir die Entschlossenheit, gute Jagd, na gut. Dann fetzen wir da noch ein bisschen rein, wa? Kriege ich doch noch mein Level up in Desolas. Ehre. Thema Plunder für mich. Ich hasse PvP, bringt nur schlechte Eigenschaften in mir hervor und ich rage und tilte unfassbar schnell. Ich mache es aktuell einfach so. Daily Belohnung, paar Runden, dass ich immer etwas mehr als ein Level mache pro Tag. Das reicht bis zum Eventende für alle Belohnungen. So. Und das klingt doch entspannt. Vielleicht hat man auch mal eine richtig gute Runde, ne? Dann ist man ein bisschen motiviert, dann macht man mal eine mehr. Dafür morgen eine weniger. Und dann geht das auf jeden Fall auch. Ja, und ich glaube, das machen sehr, sehr viele so. Gab ja jetzt auch viele Guides und Tipps oder man hat sich selber so ein bisschen reingewuselt, ja, und hat da eben seine Wege und Möglichkeiten gefunden. Und egal, ob du PvE oder PvP in diesem Modus liebst, jeder hat dieselben Scheißrunden, wo man einfach an derselben Stelle landet wie drei andere. Man kriegt nicht ein bisschen Beute, man kriegt nicht eine Quest fertig, zack, ist in einer halben Minute down. So what? Schnell wieder anmelden, ne? Und bevor du dich ärgern kannst, startet schon die nächste Runde. Darum, ja, ist es, denke ich, ganz gut, dass man sich da ein bisschen ausprobiert hat. Und wenn nicht, ja, dann nicht. Dann wird vielleicht das nächste Event wieder besser für einen. Ich ahne Schlimmes bei dem Meta-Achievement. Mir fehlen noch 8 Stürme und seit 2 Tagen war keiner, den ich brauche, dabei. So ähnlich sieht es bei mir auch aus, bei diesen Sturmerfolgen. Zum Glück hast du es nicht zum Release gezockt, da war die Akte ja recht buggy. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man mal nicht in einen aktuellen Release zum Zeitpunkt des Releases reinspringt, ne? Dann kann es sein, dass das Game mit der Zeit noch ein bisschen reift, wie so ein Wein, ja. Dann ist da meistens ein bisschen Hype weg, aber das lässt sich dann dadurch kompensieren, dass man das Spiel auch richtig zocken kann. Dann ist das wieder okay, ne? So. Wir sind bei den Zentauren-Freunden. Oh, und wenn jetzt nicht alles schief geht, ich wüsste nicht wie, aber wir sind immer noch in Classic HC. Ja, guck, da geht's schon los, das Range. Dann müssen wir ja eigentlich Level 37 hinbekommen. Und das, liebe Freunde, wäre ein wahrer Segen. Wo findet man einen guten Guide für Plunderstorm? Das weißt du, Zane. Du weißt es. Was wird meine Antwort sein? Kann jemand erahnen, welche Seite ich jetzt empfehlen werde? Frage für einen Freund. Da gibt es so eine, die ich ganz gern empfehle, die so alles hat. Dropraten, Kommentarsektion, Guides und. Wowhead, ganz genau. Sehr gut. Wowhead ist euer Freund, liebe Leute. Lernt ihn zu lieben, denn er liebt auch euch. Und schon werdet ihr glücklich sein. Jawohl, diese eine Seite. Siehste, Zane wusste es nämlich selber. Ausgezeichnet. Da habe ich kurz den Zeigestock rausgeholt, wie früher der Lehrer an der Tafel. Da haben sie ein bisschen auf die Tafel geklopft, weißt du? Klong, klong, klong. Hier, Freunde, ihr wisst es. Ihr wisst es selber. So, der ist auch im Eimer. Da haben wir es, das erste Ohr. Aber hier werde ich wieder trinken dürfen, wie so ein ganz, ganz durstiges Taurenschwein. Weil die so schnell umfallen, ne? Weil die jetzt nur Level 30 sind. Und das sind alles Speer. Vielleicht können wir ja einen Kompromiss machen. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Mana-sparender arbeiten. Indem wir einfach rangehen mit dem Totem. Und dann kloppen wir die kaputt. Craft Hub. Ja gut, ihr habt recht. Wenn ich eine eigene Seite hätte, dann würde ich die natürlich aus völlig objektiven Gründen besser finden als Wowhead. Aber, das ist nicht der Fall. Nee, ich habe selber auch keinen Guide gemacht. Darum kann ich da auch keinen empfehlen, ne? Scheiße. Marketingtechnisch echt eine Nullnummer in der Hinsicht geworden. Hey, der Shami lebt ja noch. Dann hoffen wir mal, dass er länger lebt, damit wir mehr HC-Content kriegen. Das ist ein schöner Wunsch, ja. Das würde ich einfach so unterschreiben. Kurze Info für dich. Quests in Anhänger-Dungeons funktionieren. Hat geklappt. Ehre. Das freut mich sehr. Die besten Guides gibt es auf Crafts OnlyFans-Seite, habe ich gehört. Von einem Freund. Ob es auch irgendwie diverse Patreon- oder OnlyFans-Profile gibt von Leuten, die sich da gefakterweise für irgendwen ausgeben und da mega viel Kohle verdienen und das fliegt einfach nicht auf. Das wäre richtig insane, Mann. Ich habe da noch nie gesucht. Ich habe mich da in noch kein Rabbit Hole Video oder so begeben. Ich glaube, wenn ich es tun würde, würde ich es nicht überleben. Das ist mein Problem dabei. Aber gut.
Vielleicht konzentriere ich mich lieber weiterhin auf die Zentauren. Alles shitty im Slippy. Ja, aber immer. Ich weiß zwar nicht, was mein Taure für Unterwäsche trägt, aber noch ist er am Leben. Weißt du? Noch ist er am Leben. Das ist erstmal die große Hauptsache, würde ich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon trinken sollte. Das sind halt grüne Mobs, ne? Das ist so ein bisschen wie Urlaub in HC. Weil du dich jetzt nicht so 24-7 auf dein Überleben konzentrieren musst. Sondern eher so 25-8, weißt du? Und darum droppt auch direkt das nächste Ohr. Die können mich auch gar nicht ärgern mit irgendwelchen arschigen Dropraten, weil die Raptoren vom Anfang heute haben mich sowieso schon gebrochen. Und wir haben genügend Trinken dabei. Also wir sind kurz davor, unbesiegbar zu sein. Und genau da muss man dann schnell wieder zurückrudern, weil immer wenn du das denkst, dann spawnt jetzt irgendein verbuggter Weltboss auf einmal in dir. Und haut dich einfach direkt aus dem Leben, ne? Irgend so ein Schwanzschlag von einem Drachen. Wusch. Und Feierabend. Perfekt. Guten Abend, Craft und Chat. Wünsche allen zusammen schönen Abend. Lecker Moonshine und einen tollen Stream, so lässt sich aushalten. Hole nächste Woche meine neue Yacht ab und bin jetzt schon voller Vorfreude. Auch wenn ich weiß, dass es wieder viel Arbeit wird. Die Technik, die Möbel, alles umbauen, ja, bis es mir gefällt. Quasi das ganz persönliche Hardcore, ja. Nur, dass wenn du dabei stirbst, du wieder aufstehen kannst. Wait, what? Das ist der eine Vorteil IRL. Hold up. Ja, aber ist doch geil, oder? Ich meine, an sich widert einen das natürlich an, irgendwie Arbeit, körperlich arbeiten in der eigentlich Freizeit, so was ist das auch für ein Fehldesign? Aber wenn man so etwas tut, wo man selber Bock drauf hat, so, dann ist da was Wundervolles, dann macht man es ja tatsächlich gern. Ey, jetzt haben wir aber einen Ohrenlauf, die Zentauren, die haben gut zugehört und dadurch haben sie sich verraten, weil wer hier gut zuhört, der hat höchstwahrscheinlich Ohren und darum kann ich ihn brutal schlachten, ja. Sie haben alle schnell auf Mute gedrückt, Junge, weil sie Angst hatten, dass Erdhuf auf einmal am Fenster guckt. Was ist denn da drüben los? Was ist das? Alter! Was seid denn ihr? Dinika! Ey! Dinika und Nackt mit dem Pet Nesops. Okay. Ich sollte mir eigentlich abgewöhnen, Hunter-Pet-Namen vorzulesen. Wer weiß, welche Mütter ich immer in welchen Sprachen beleidige, aber ich finde es immer ganz schön. Benannte Hunter-Pets, Leute. Das sollte Standard sein. Hunter, die ihre Pets nicht benennen, sollten erstmal, wenn das eine Stunde so bleibt, 7-Tage-Bann kassieren, sage ich. Weil die einfach am Leben vorbeilaufen. Und dann kann man denen vielleicht so von der schiefen Bahn ein bisschen runterhelfen, wisst ihr? Das ist dann so ein Bann, der erstmal wehtut, der dich aber hinterher zu einem besseren Menschen und vor allem wahren Hunter-Main macht. Fantastisch. Die so im Discord, was wird der komische Taure jetzt? Ja, die haben mega Angst, ne? Die haben total laut geschrien. Da kommt irgendein kranker Perverser auf uns zugesprungen, ja, und recht haben sie. Hm? Recht haben sie, man muss immer vorsichtig sein. Auch in HC, wie viele Leute sind nicht am Anfang auch verreckt in irgendwelchen Koboldminen oder noch schlimmer später, wenn dann Leute Weihe oder Donnerknall und so hatten. Und da rennen Leute in Westsoll mit drei Defias am Arsch an dir vorbei. Du machst gerade irgendwie Donnerknall, ja, oder Spalten oder so, ne? Und dann waren das ab da deine Defias. Viel Spaß. Also viele hatten ja, gerade wenn ich an die ersten Wochen in HC denke, wo ja jeder erstmal ein bisschen mitgemischt hat, ne? Oder nicht jeder, aber viele. Ja, selbst wenn man nur bis Level 5 oder so mal reingeguckt hat. Erstmal gucken, was ist das denn? Irgendwas Neues im alten Gewand, Junge. Und da haben viele gesagt, ich helfe hier keinem mehr. Ja, so richtig pampig, wie dieser eine grummelige Zwerg bei Schneewittchen. Ah, scheiße hier, Junge, ich helfe hier ja keinem mehr, weißt du. Weil beim Helfen dann Agro gezogen wurde und der, dem man helfen wollte, ist einfach weitergerannt, hat einen verrecken lassen, ne, und ja, war dann schnell eine etwas merkwürdigere Stimmung, sag ich mal. Was haben wir hier? Tückischer Kettengürtelbund des Gorillas. 5 Int, 5 Stärke. Aha, aha. Gibt schlimmere Werte-Kombis, sage ich. Schnell mal meinen Katzenbegleiter benennen. Glaube, der Typ im Bildschirm meint es ernst. Ja, ihr habt die Axt schon geschliffen jetzt, ne? Geht gleich los, Steven. Nee, für mich war das immer Highlight früher. Darum mag ich es heute noch sehr gern. Und das Erste, was ich mache,
wenn ich irgendwie gerade beim Low-Level-Dungeon-Spam ja einen Hunter in der Gruppe sehe, ist das Pet angucken, so mit leuchtenden Augen und ich denke mir, oh krass, wird er irgendeinen Gag haben? Wird er irgendeinen Bezug zu seinem Namen haben? Ist irgendein Easter Egg, das ich erkenne? Ist er ein Weep? Heißt das Pet irgendwie Mikasa? Oder heißt die Katze Hund? Oder was wird er mit diesem Pet tun? Ja, die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. Wie wird er die namenstechnisch erobern und dann heißt die Katze Katze? Und dann weine ich, Mann. Ist einfach diese easy Chance, Freude zu spenden. Ist einfach vertan worden und er entscheidet sich für den schweigsamen Weg des Hasses. Und dann stehen wir uns gegenüber. Wie die Menschen, die Bogenschützen auf der Mauer von Helms Klamm. Und draußen sammeln sich die Uruks, ne? Und alle Uruks heißen Katze. Das ist mein Albtraum. Norrin, hi. Gibt es irgendwo einen Hamster in WoW oder ein ähnliches Nagetier, dann könnte man X-Hamster in den Kampf schicken. Oh, der wäre sehr effektiv, gerade im PvP-Bereich, ne? Wenn den die meisten richtigen PvP-Schwitzer in der Kriegshymnenschlucht sehen, Junge, müssen die ganz schnell woanders hin. Damn, son. Aber ich fürchte, nein. Ich hätte schon Bock, dass wir irgendwie so richtige Hamster oder Meerschweine haben. Junge, hätte ich Bock auf so ein richtig heftig gerüstetes, riesiges Meerschweinchen-Mount. Und da ein Tauren drauf, Junge. Und dann wird er in den Kampf gehoppelt. Es gibt bei League of Legends die sogenannten Poros. Das sind so kleine, weiße, pelzige Hamsterwesen. Und es gibt dann so einen Champion, der nennt sich Sejuani. Und die reitet eigentlich mit so einem gefrorenen Dreschflegel in ihrer Hand auf so einem fetten Eiswüsten-Eber. Und dann gibt es einen Skin, da ist sie Poro-Reiter. Da hat sie an diesem Flegel einfach eine Zimtschnecke. Und ihr Reittier ist so ein riesiges Schneehamstervieh. Und natürlich musste ich mir diesen Skin kaufen damals. Und sowas will ich auch, Mann. Gib mir mein Meerschweinchen-Mount jetzt. Ach du Scheiße. Aber erstmal will ich den Hund. Und dann will ich noch eine Ente. Und dann, dann erst bin ich zufrieden mit Dragonflight. Ich habe gerade überlegt, wie formuliere ich das anders? Nein. Dann erst bin ich zufrieden mit Dragonflight. Bin wieder schwierigster Kunde, ne? Erst alle Hunter hier in Verlegenheit gebracht und in Bedrängnis. Jetzt ganz Blizzard-fällig. Oh, oh, oh. Ist auch nicht einfach mit mir, ne? Meine Hunter haben Pets. Ach so, mit den Rare-Namen. Ja. Ja, doch, das ist tolerierbar, würde ich sagen. So richtig von oben herab jetzt, weißt du, wenn die Hunter ankommen. Ja, können wir gerade so tolerieren hier beim Rat der Hunter-Pet-Namensbewerter. Aber auch die kann man umbenennen, ne? Da braucht man, glaube ich, dieses Besitzerzertifikat oder wie das heißt, kann man im AHA kaufen und als Inschriftenkundler, glaube ich, herstellen. Aber an sich will man ja auch manchmal, danke für diesen Spawn, echt. Manchmal will man genau diese Namen ja doch behalten, ne? Weil man sich dann eben auch an dieses Pet, vielleicht an den Fangen, an das tagelange Campen und so gewöhnt hat oder besser gesagt sich daran erinnern möchte. Darum heißen ja viele Geisterbestien auch weiterhin Lognahak oder Gondria oder wie auch immer. Darum, ja, ist es da ja dann auch so ein Moment, wo du weißt, gut, das Vieh heißt nicht einfach Katze, sondern guck mal, da steckt ja auch ein bisschen Geschichte bei diesem Pet mit drin. Ist das nicht schön? Ein Traum. Mein Pterodax heißt Agnaktor. Irgendein Monster-Hunter-Monster checkt eh keiner. Ja, guck mal, sagst du, jetzt checkt eh keiner. Dann bist du auf einmal mit mir in der Gruppe. Und dann frage ich mich, wieso heißt das jetzt Agnaktor? Und dann google ich das. Und dann bringe ich irgendeinen Monster-Hunter-Spruch im Chat. Dann wird einfach direkt die Interaktion gesucht. So wie ich manchmal auch Leute random anflüstere und sage, Bruder, geiles T-Mock. Bam. So kann man Level Up zelebrieren und billig Freude machen. Und ganz traurig ist es dann aber, wenn nichts zurückkommt, ne? Das hatten wir letztens irgendwie und da hieß einer Agumon oder so. Also einfach ein direktes Digimon Easter Egg. Ja, noch direkter geht's ja nicht. Und dann haben wir im Chat, wir waren mit unserer Dreiergruppe unterwegs, haben wir so, ey, Digimon, und so haben so ein bisschen eine Reaktion baiten wollen und es wurde einfach nicht reagiert. Jo. Oder noch schlimmer ist es, wenn du auf irgendwas anspielst, sagen wir auf irgendeine Serie, bleiben wir im Bereich Anime. Ja. Du hast einen Namen wie ein Pokémon. So. Du heißt einfach, was weiß ich, Glutexo. Okay. Oder Pikachu, noch einfacher. Pikachu mit so Sonderzeichen, I don't know. Und dann hast du den in der Gruppe und du schreibst sowas wie, na Pikachu, schnappst du dir sie alle? Weil er ist Tank und Pult schön, weißt du? Und er macht einfach ein Fragezeichen. Bruder. In den Momenten stirbt was in mir.
Zum einen bei Pikachu mit Sonderzeichen, da fängt es schon an mit dem inneren Sterben, genau. Aber wenn du dann eine Anspielung bringst an den Namen und als Antwort bekommst du Fragezeichen. Ach du Scheiße. Das ist wirklich so mein persönlicher Nemesis. Da weiß ich dann nicht, ey Mann, das war doch jetzt unser Moment, weißt du? Wir vereint als WoW-Nerds und auch hier mit Pokémon, Junge, und dann einfach Fragezeichen. Ja, danke für nix, Mann. Bei mir würde Blizzard eher sagen, endlich macht er mal die Erfolge, der faule Hund. Ja, siehste? Dann gibt's auch erstmal 7-Tage-Bann, wenn du fertig bist. Der war jetzt zu aktiv, der hat bestimmt einen Bot laufen, heißt es dann. Wir haben 8 Ohren schon. Na, dann werden wir die aber langziehen, wenn das so weitergeht. Aber läuft doch eigentlich ganz okay hier. Bei den Windhetzern, ey, ich habe auch mal einen Zauber widerstanden. Ich bin wie sie, der Widerstehende. Trera, fei. Mein Pet heißt Colenia, indianischer Name für hustender Fisch. War schon mein Favorit. Okay, gut, das würde ich vermutlich nicht so einfach durchschauen. Aber vieles schon. Viel Nerd-Scheiß, da bin ich mittlerweile wach. Und da weiß ich, ah, guck, da kannst du mal eine Anspielung bringen. Und meistens funktioniert es dann auch, ne? Dann hat man so ein paar witzige Momente und dann sieht man sich ja auch schon nie wieder, ne? Aber dafür lohnt es sich schon ab und zu mal in Dungeon zu gehen, sage ich. Pikachu, Junge. Pikachu, ja, da ist sogar der Zentaure kurz auf der Stelle gelaufen, ne? Pikachu, let's go. So, und dich pullen wir ja auch mal noch mit Tern. Sind wir schon bei 9? Oh. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Wir dürfen mit diesem Mana-Haushalt nicht zu greedy werden. Talentpunkt ist gesetzt und Level 37 hatten wir, glaube ich. Das dürfte bedeuten, wir kriegen auch nichts beim Lehrer, du. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber die Zentaurenrache, die war eigentlich mein persönliches Highlight heute. Darum brauche ich jetzt auch keinen neuen Zauber. Du kommst jetzt nicht wirklich straight auf mich zugelaufen. Ey, ich suche mir extra eine Ecke, wo gerade keiner respawnen kann, weil wir die gerade gekillt haben. Und der kommt genau in meine Fresse gelaufen. Oh, scheiße. Meine Clique und ich sind im Moment auch in der Levelsucht und haben aktuell einen 4er-Trupp benannt nach Schlagerstars. Oh no, wie geil. Ja, und sowas finde ich super. Wenn du da dann in dieser Gruppe landest, ne, dann ist das doch direkt so ein Was zum Fick. Das ist einfach nur schön. Das sind die Momente, die ich dann beim Gruppenspiel direkt liebe. So auch ohne weiteren Austausch, weißt du. Du hast direkt einen Plan. Du kannst dir denken, die sind genauso fertig wie du in der Rübe, ne? Es wird vermutlich ein entspannter Run werden. Und let's go. Ey, die Stiefel waren gar nicht schlecht, oder? Int und Stärke. Ja, die haben noch ein bisschen Ausdauer. Rüstung wäre halt geil. Aber 5 Wille noch? Nee, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich bin gerade meinen alten Nachtelf-Priester endlich auf 70. Der ist 67. Und gestern in der Inni, du bist mich auch ein Spieler an. Du bist auch schon lange dabei. Fußknecht ist mein Priest. Oh, vom alten PvP. Ja, wie eben mein Mage Hauptmann ist. Und wurde eine nette Whisper-Unterhaltung. Geil, ja. Sowas mache ich tatsächlich auch. Ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie in jeder Gruppe irgendwie so zwanghaft die Interaktion sucht. Aber ich check immer die Namen. Manchmal, wenn jemand ein bisschen merkwürdig spielt, dann checke ich seine Erfolgspunkte, um zu gucken, ist er jetzt besoffen oder bekifft oder ist er einfach ein neuer Spieler. Und dann entwickeln sich da manchmal Sachen, die auch ganz witzig sein können. Teilweise sieht man das ja in den Best-Offs, wenn ihr die Mad Moments auf YouTube schaut. Da schneide ich ja die Stream-Highlights zusammen. Aber auch das, was so außerhalb passiert, in unseren Gilden-Raids oder eben in solchen Dungeon-Runs, ne? Und da kommt es auch immer wieder zu interessanten Begebenheiten, ne? Und das ist doch etwas, was ich auch sehr mag an genau diesen Dungeon Runs. Mein Hunter hat so einen Panther aus dem Draenei Startgebiet, der Ufolos heißt. Mit 13 fand ich das total einfallsreich. Ufo und Lus wegen lustig, weil es so lustig ist. Alter, das ist aber eine geile Begründung, oder? Ja, der heißt halt Lus, weil es so lustig ist. Ey, finde ich stark. Das wäre, glaube ich, auch heute noch in vielen Bereichen meine Begründung. Da wurde wieder gehüpft. Aber wieso kommen die jetzt hierher zurück und töten auch meine Zentauren? Oder? Da werde ich aber wahnsinnig. Lohnt es sich, WoW jetzt noch anzufangen?
Es lohnt sich immer mit WoW anzufangen, wenn du Bock drauf hast. Also, das kann ich schon mal immer dazu sagen. Wir haben mittlerweile eine Vielzahl von WoW-Versionen, sowohl die älteren Classic-Modelle als auch die neueren Retail-Modelle. Und generell ist es in WoW so, dass umso länger eine dieser Versionen läuft, auch immer mehr Aufholmechaniken für Wiedereinsteiger oder neue Spieler mit drin sind. Das kann EP-Bonus sein, damit du schneller levelst oder eben auf Maximalstufe schneller an dein Equip kommst. Und das ist an sich etwas, was dann ein bisschen weniger abschreckend sein soll, wenn man quasi in so ein laufendes Add-on einsteigt. Aber davon ab kann WoW immer Sinn und Freude machen, ja, gerade wenn man es zum ersten Mal entdeckt. Allein diese Reise durch die Zonen, das Entdecken der Gebiete, der Geschichte und so weiter, ne, es muss ja dann nicht immer das Power-Leveln und das Hardcore-Raiden sein oder so. Und deswegen würde ich sagen, ja, wenn du mich so fragst, WoW macht eigentlich immer Sinn anzufangen. Und gerade jetzt in diesen Zeiten mit so vielen verschiedenen Varianten des Spiels, ja, da doppelt und dreifach. Du weißt nicht, welchen Teil du dir holen sollst. Also im Grundabo sind die meisten Versionen, bilde ich mir ein, mit drin. Nur die neueste eben nicht. Ja, wir haben ja jetzt viele WoW Classic-Versionen. Das spiele ich gerade auch. Das sieht man ja auch ein bisschen an der Optik, ne? Das ist eben die Spielversion von vor 200 Jahren gefühlt. Und da sind sie ja so ein bisschen am Basteln. Und für die brauchst du, glaube ich, nur ein normales WoW-Abo. Wenn du aber dann das Neueste spielen möchtest, das ist momentan Dragonflight, ist natürlich immer noch WoW, aber jetzt das Neueste hat sich also sehr weit über die Jahre von dem wegentwickelt, was wir hier sehen. Da musst du dir dann auch dieses Dragonflight quasi noch holen. Ja, das wäre so, denke ich, der größte Unterschied. Und welches du dir davon jetzt holen sollst, das kann ich dir nicht sagen, weil die Spielversionen sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Ja, da guckst du dir am besten auf YouTube von beiden mal Sachen an oder es gibt auch kostenlose Testversionen. Die kann ich dir da ans Herz legen, weil die Spiele sind sehr, sehr anders. Ja, und da kann es sein, dass du dir jetzt dieses Classic holst, dieses alte Ur-WoW, wenn man so will. Und das findest du total scheiße. Und Dragonflight wäre dann eigentlich das, was du total geil finden würdest. Und es kann auch andersrum sein. Du spielst Dragonflight und sagst, das ist total scheiße und dann wäre aber Classic das, was dir am besten gefällt. Darum am besten mal bei beiden so ein bisschen reingucken. Man merkt relativ schnell diese Unterschiede und im Idealfall auch, was einem gerade besser gefällt. Und im Zweifel machst du es wie ich und springst in allen Versionen ein bisschen hin und her, ne? Davon abgesehen. Ausprobieren ist damit das Beste, was man eigentlich machen kann. Verstehe, danke für deine ehrliche Meinung. Immer gern. Viel Spaß dann, hoffentlich. Bei welcher Version auch immer. Also ganz ehrlich, ich hatte 8 Jahre Pause und es ist gerade wieder alles klasse und irgendwie neu. Das ist sowieso geil, ne? Und das ist so ein Feeling, was viele aktive WoWler ja auch jagen, was viele mit den Classic-Versionen dann, ne, die neuen alten Tage wieder entdecken, wenn man so will. Ja, was sie da wiedergefunden haben in Teilen. Und das kann natürlich dann heute wie früher mit dem Anfang des Spiels natürlich hochkochen, ja. Aber auch immer wieder mit einer neuen Classic-Version, mit einem neuen Add-on, mit einer längeren Pause irgendwie so als Funken entfacht werden, ja. Und das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Das allein ist schon geil, ja. Hab aber auch schon gehört, dass das Game süchtig macht. Dein Kollege ist gefühlt abhängig. Ja, also das sind gerne bei MMOs, weil die sehr zeitintensiv sind, so die ersten Memes und Gags, die man hört. Also Videospielsucht ist ein reales Thema, ein reales Problem, das ist klar. Aber WoW war auch lange Zeit so, ich sag mal, das Steckenpferd, ne? Von diversen Computerspielexperten und alten Dokus und so, wo es dann als Parade-Killerspiel, wo Amokläufer rangezüchtet werden und Suchtmaschine schlechthin hergestellt oder dargestellt wurde, was es natürlich an sich nicht ist, ne? Aber klar, ist ein ernstes Thema, ein ernstes Problem, würde ich jetzt aber nicht in jedem Beispiel direkt mit WoW assoziieren, davon abgesehen, ne? Kennt ihr das? Ihr habt Urlaub und dann kommt der Anruf, dass irgendwas brennt und du unbedingt dringend vorbeikommen musst und in deinem Kopf tönt nur diese Stimme, könnt ihr euren Scheiß nicht einfach alleine machen? Ich bin dann morgen auf Arbeit. Oh Mann, da grummelt's wieder, ne? Ah, geil. So, wir haben
Wir haben unsere 13 Ohren. Das ist toll. Und dann hätte ich gesagt, holen wir uns noch die letzten beiden. Dann können wir das abgeben. Und dann bringt die Questabgabe vermutlich kein Level up mehr, aber hey. Let's go. Wenn du das hier liest, dann auf eigene Gefahr. Once you've seen it, you cannot unsee it. Ich habe dich gewarnt, wenn du mit deinem Einhandhammer in der Hand den Flammenschock machst, dann schwebt der Hammer, der vorher noch in der rechten Pranke war, unkontrolliert in der Luft. Gern geschehen. Oh nein. Ihr seht manchmal Sachen, Leute. Wenn ich Flammenschock mache, wait a minute, wir pullen den mal ran. Eins und zwei und jetzt Flammenschock. Ah, ich hab's nicht gesehen. Warte. Wenn du den Einhandhammer in der Hand hast und dann Flammenschock. Ja? Ich hab's wieder nicht gesehen. Verdammt, bin ich zu blind? Jetzt hab ich weggesteckt. Verdammt. Also ich strecke ja die Hand vor, während ich den Hammer halte. Und dann war es maybe gerade so, dass die Hand zurückging und der Hammer ist schweben geblieben oder wie in diesem Moment? Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, aber vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Warte, zwei Blitzschläge. So, Hammer in die Hand, Flammschock. Ja, maybe. Ich bin mir nicht sicher. Weil ich die Finger so komisch spreize dabei, ne? Wegen dem Schockangriff halt. Das sieht echt ein bisschen weird aus. Oh no. Oh, jetzt achte ich die ganze Zeit nur noch drauf, ne? Ich hätte es nicht lesen sollen. Aber ich wurde gewarnt, ich habe es trotzdem getan. So, wait a minute. Wir können ja hier nochmal gucken gerade. So, ich zoome mal ran und dann... Bam. Da, ja. Der hängt irgendwie in den gespreizten Fingern drin. So ganz merkwürdig, ja. Oh Gott, da hat man es auch nochmal gesehen, ne? Oh Gott, von hinten sieht man es besser. Wait a minute. Like this. Na, jetzt habe ich ihn gerade weggesteckt. Jetzt will man es unbedingt provozieren, ne? Jetzt geht's nicht mehr. Aber ich weiß, was du meinst, okay. Damn, das sieht wirklich sehr merkwürdig aus, ja. Fühle ich auf jeden Fall. Waffen wir trotzdem nochmal nach. Ein Ohr fehlt uns noch. Spannend, was man manchmal so beobachten kann, ne? Heilige Scheiße. So, einen kriegst du noch und dann jetzt hier... Da! Da war's! Da war gerade die Überschneidung, ja. Da war die Hand nicht mal mehr mit den weirden Fingern am Hammer. So ein Scheiß, geil. Wäre mir selber vermutlich niemals aufgefallen. Spannende Beobachtung. Was ist das für ein Add-on, dass du unten die lange Leiste hast mit Zaubern etc.? Gibt's das auch in Retail? Die lange Leiste? Ich habe tatsächlich kein Add-on, aber ich habe, wenn du bei den Optionen bist, unter Aktionsleisten, da habe ich halt alle Leisten angemacht. Ansonsten spiele ich hier total mit Standard-Interface. Ich habe, glaube ich, nur drei Add-ons. Ja, zwei sogar nur aktiv hier gerade. Darum ist das alles standardgelöt unter Option Aktionsleisten, was du hier sehen müsstest. Die Geschichten mit den Amokläufern und Mördern, die durch Ballerspiele rangezüchtet werden, die wird es immer geben, ja. Ja, und das ist sicherlich ein reales Problem, aber nichts, wo man jetzt Angst vor haben sollte, wenn man Bock hat, eine Runde WoW zu spielen, ne? Und wie hat das Jan Hegenberg schon so schön in einem seiner Songs geschnitten? Das Problem ist nicht, was da auf dem Bildschirm passiert, sondern dass da ein Junge allein in seinem Zimmer sitzt und mit seinem Problem allein gelassen wird. Und das sehe ich noch heute so wie in den TV-Beiträgen von 2000 Schlag mich tot. Und deswegen, ja, wenn ich da so eine alte Berichterstattung oder so eine alte Frontal 21 Doku heute noch in die Empfehlung geschmissen bekomme, Junge, läuft's mir aber ganz kalten Rücken runter, ne? Scheiße. So, Zentaurenkopfgeld. Das war wieder der Felgur. Na, dann wuseln wir doch zu dem zurück. Werden wir nochmal schön gemeinschaftlich nass hier im Regen. Fantastisch. Das Gute an Classic ist, dass man drei Versuche pro Mob hat. Ja, da konnten wir jetzt schön reintryen, ne? Das ist wahr. In Retail, da wäre der auf dem Weg zu mir schon umgefallen. Da wäre der gar nicht in Flammenschock-Range gewesen hier. Einmal Kettenblitz in das Lager, Atompilz und Endstation. Deswegen behaupte ich immer, dass ich weit weg bin und Hotelzimmer habe über die ganze Zeit und mehr als 1500 Euro, selbst wenn ich zu Hause bin, am Holz hacken, dann wird meist nur gefragt, wenn überhaupt. Okay, man hat so seine eigenen Systeme eben, ne? Ich bin am Holz hacken, Junge. Auch geil. Ich musste früher auch mit Holz hacken. Vater hatte einen Kamin, Junge. War ich gerade schön Höhlen des Wegklagens, auf einmal hieß es Holz hacken, ja. Vater, du siehst schon, dass ich hier gerade in den Höhlen des Wehklagens bin, hat ihn nicht interessiert. Ich musste Holz hacken. Hör mal. Da war es dann die umgekehrte Ausrede, ne? Ich hätte es gerne als Ausrede benutzt, musste es aber wirklich tun.
und konnte dann kein WoW zocken, deswegen. Miese Zeiten. Hydranux mit dem 5. Monat. Dankeschön, Dankeschön. Alle sagen, durch Shooter wirst du Amokläufer, also kriegt mein Sohn Schach, dann wird er Fliesenleger, siehste. Da wird noch mitgedacht, ne? Die umgekehrte Psychologie. Ausgezeichnet. Warum kreuzt du jetzt hier genau meinen Weg? Wollte ich sagen, guck mal. Rückwärtsgang. Ich möchte das gern nochmal erwähnen. Es hat heute in den 3 Stunden, fast 3 Stunden, die wir in Classic HC waren, nicht einmal aufgehört zu regnen. Was wir der hier verkaufen? Irgendeinen Helm, Rüstungsschmied für Stufe 55. Eines Helms der weißen Seele. Oh. Oh, die weiße Seele, aber ist platte, hat mich eh nicht zu interessieren. Und eine weiße Seele habe ich schon lange nicht mehr. Dazu hat mich das Internet zu sehr verdorben. Als dass ich eine weiße Seele hätte. Der Gürtel. Den wollte ich nicht nehmen. Dann nehmen wir die Handschuhe. Geil. Ihr wollt sprechen? Dann glaube ich fast, sind wir auch in Desolas durch. Oder wir machen die beiden Quests. Knochensammler. Mit den Kodo-Knochen. Schöne Halskette. Oh. Ah, 7 Int geht runter. Oh nein. Scheiße. Und mit den Geistern hier. Was gab's denn da? Das war auch beides Müll. Wie sieht's im Schlingdorntal aus? Oh, Schlingdorntal sieht auch noch nicht besser aus wieder. Da müssen wir mal gucken, wo wir demnächst weiterleveln. Aber erstmal haben wir noch 2 Quests in Desolas für die nächsten Runden. Wo ich gar nicht weiß, wann die nächsten Runden sein werden, weil es ja jetzt schon mit SOD wieder weitergeht, Bruder. Es sind wilde Zeiten in WoW, ne? Wie oft konnten wir jetzt HC streamen? Zwischen den SOD-Phasen? 2-mal, glaube ich. Jetzt geht's schon weiter. Ich meine, ist natürlich vor allem abhängig von meinem Streamplan. Na, ich könnte ja auch 10-mal die Woche HC mit reinnehmen. Mache ich aber nicht. Aber das ging jetzt schon gefühlt ein bisschen schnell, ne? Also durch mein eigenes Spieltempo und meinen eigenen Spielstil, so dass ich in allen Versionen irgendwie einen Fuß in der Tür habe, ist es für mich momentan echt sehr, sehr viel, was in WoW passiert. Und glücklicherweise liebe ich das, weil ich auch nirgendwo Druck habe, alles in meinem eigenen Tempo mache. Und darum weiß ich das sehr zu genießen. Aber wenn ich auch nur irgendwo außerhalb von Retail noch die Ambition hätte, wirklich häufiger reinzuballern, zu PvPen, zu raiden oder so, dann wird das schon den Stress ausarten, ne? Dann hätte ich im Jahre 2024 nicht genügend Zeit, selbst wenn ich den ganzen Tag nehme, alles in allen WoW-Versionen zu schaffen, was ich schaffen wollen würde. Und jetzt bring mal den Satz zu jemandem, der gerade angefangen hat, vor Jahren irgendwie WoD zu spielen. Der fragt dann erstmal, wie mehrere WoW-Versionen, ganzen Tag keine Zeit, what is happening? Scheiße, Junge. Wild. Dodo mit dem 2. Vielen Dank. Moin, bin wieder zu Hause. Nach langer Arbeitsreise im Personenschutz. Kleine Wunde erlitten, aber wenigstens hat Schar endlich mal gegönnt. Guter Deal. Hoffe, ist alles gut bei euch allen. Jawohl. Jawohl, alles fein soweit. Ja, als Personenschutz, ne? Da muss man ab und zu den Kopf hinhalten, bilde ich mir ein. Das kann ins Auge gehen, ey. Gute Besserung, auch für die kleine Wunde. Und wenn Schar dann gönnt, ja, dann ist er gleich so ein Wink vom Schicksal, oder? Wird alles gut gehen. Auch in Zukunft. So nämlich. Meine Kollegin behauptet zwar immer, ich würde mich wie ein männliches K-Pop-Idol kleiden, aber... Das ist aber auch wilde Ansage schon. Aber zumindest beim Style-Check konnte ich jetzt ein paar Mal überzeugen. Von wegen ich sehe aus wie ein Kerl. Aha. So ein Ding ist das. Siehste, Plot-Twist, das Motto war 10-mal hintereinander K-Pop-Idol. Wer hat jetzt gewonnen? Wild. Maverick, hi. Für mich gehen die SOD-Phasen viel zu schnell vorbei, finde ich. Oder lag's an meiner WoW-Flaute? Ja, ich denke, das wird schon in jeder Wertung sehr dominiert, natürlich von den persönlichen Spielzielen, der persönlichen Zeit, die man ins Spiel investieren möchte und, ob man so hin und her springt wie ich oder nicht, ne? Aber mir kam es jetzt auch schneller vor, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass der Levelweg für viele länger war, ja? Ich habe ja auch ziemlich lang gebraucht, bis sie jetzt überhaupt Maximalstufe war. Und dann kommt jetzt schon Phase 3 wieder hinterher, also... Das hängt, denke ich, schon auch sehr, sehr viel von den persönlichen Faktoren eben ab, ne?
Das definitiv. Und da sage ich lieber ein bisschen schneller als dann zu langsam, ja. So, wie bin ich geskillt? Ich bin auf Ele geskillt, tatsächlich. Da hatte ich Böcke drauf, weil gerade am Anfang hatte ich sehr dolle Angst, überhaupt an Mobs ranzugehen. Und habe deswegen nicht den Verstärker genommen, sondern den Ele und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Hau den Mobs immer so ein paar Blitze und Dots in die Fresse. Und wenn die ran sind, gibt's ein Totem der Verbrennung, noch einen Frostschock und so, paar Hits mit dem Hammer. Darum bin ich da eigentlich auch bisher recht zufrieden mit, ne? Nur ob das irgendwie jetzt das Geilste ist, was man machen kann oder nicht. Sucht er etwas Bestimmtes? Das könnte ich dir jetzt zum Beispiel nicht beantworten. Ich mache in der Regel immer das, was sich für mich gerade gut anfühlt. Und damit falle ich auch manchmal auf die Schnauze, ne? Aber dann hat man wenigstens auch selber Schuld. Dann kannst du nicht mal mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Dann musst du mit dir selber leben. Oh, oh, oh. So, das kann noch weg. Die Fischis können wir aber noch behalten. Du warst, glaube ich, im AH auch nichts wert. Du erst recht nicht. Aber das Erz könnte ballern. Und wir haben zwei Seiten vom Schlingdorntal sogar. Und so viele Fischschuppen. Na, Junge. Tschüss. Und pünktlich 19 Uhr. Was ist denn los? What? Alter, da waren die Ahngeister heute doch mit uns, wa?